Der Duisburger Innenhafen mitten in der Stadt. Hochwasserschäden gab es hier zum Glück nicht. Hier liegt die MS Colorado, ein altes Torpedo-Fangboot aus dem Zweiten Weltkrieg. Designexpertin Ann-Kathrin Otto schaut sich das ehemalige Kriegsschiff heute einmal genauer an. Ah ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Da liegt nämlich ein historisches Hausboot mit einer ganz besonderen Vergangenheit. Und ich freue mich total, die Leute zu besuchen, die darauf wohnen und was sie mir für Geschichten zu erzählen haben. Geschichten haben Birgit und Sascha zuhauf. Als sie das Schiff Anfang 2020 kauften, wussten sie noch nicht, dass es einmal dem berüchtigten Kölner Zuhälter und sogenannten Rotlichtkönig Heinrich Schäfer, genannt Schäfers Nas, gehört hat. Dazu später mehr, jetzt erstmal zur aktuellen Besatzung. Da sitzen zwei Hausbootbesitzer oder Bewohnerinnen. Ja, und, ja. Oh, Ann-Kathrin. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, also das erste Mal eigentlich, wo ich schon 18 war. Ja. Da habe ich das damals in Berlin gesehen, wie die Leute auf dem Hausboot leben. Und ja, war direkt fasziniert. Das war so wunderschön mit ihren Gärtchen und Pflanzen auf dem Boot. Und toll. Ja. Und da war für mich schon das erste Mal so, das wäre toll. So ein bisschen so ein Traum in den Kopf gesetzt. Eigentlich schon, ja. Angefangen hat der Traum mit einer etwas kleineren Version. Somit hatte ich dann erst das Schlauchboot, habe das repariert. Dann kam ich zum 8-Meter-Boot, dann zum 13-Meter-Boot. Ach echt? Okay. Und dann zu dem. Richtig. Das war eine Geschichte. Absolut. Ja, aber die eigentliche Geschichte ist ja wirklich noch, dass es halt einem Rotlichtkönig gehört hat. Ich bin jetzt neugierig geworden. Ja. Da lang oder was? Schäfers Nas machte zu Lebzeiten mit zahlreichen Skandalen Schlagzeilen und wurde später wegen schwerer Verbrechen zu einer langen Haftstrafe verurteilt. In die Einrichtung des Schiffs soll er bis zu 2,5 Millionen Mark investiert haben. Klein, aber oho, süß, toll. Ja. Das ist der Salon, oder was? Das ist der Salon jetzt hier. Ja. Ja, also alles noch original, wie vom Schäfers Nas halt. Sich und seine Heimatstadt Köln hat er hier an vielen Stellen verewigt. Es ist Birgit und Saschas bewusste Entscheidung, die Einrichtung auch so zu belassen. Auch wenn das erstmal gewöhnungsbedürftig erscheint. Ich bin auch gerade ganz, ich muss das erstmal aufnehmen, weil das ist schon sofort spürbar, dass das ja fast nicht museal ist, aber dass das einfach aus einer anderen Zeit entstammt. Ist so, ne? Ist so 70er Jahre, ist so, alles, Anfang 80er. Genau, alles 70er Jahre hier. Neben der wahrlich unrühmlichen Vergangenheit hielt das Schiff auch Überraschungen für das Paar bereit. Nach dem Kauf begann die Spurensuche. Wir wussten, es gab ein Safe. Okay. Den hatten wir aber erstmal nicht gefunden. Mhm. Und dann haben wir auch hier schon überall mal geguckt, aber wir haben ihn gefunden. Da kommt ich niemand. Ich sitz drauf, sag ey. Fast. Der ist genau hier drin. Boah. Holla die Waldfee. Der sieht aber ganz schön aufgebrochen aus, ne? Und vor allen Dingen leer. Ja, leider leer. Was war denn drin? Gute Frage. Also man hat uns gesagt, das wäre die Polizei gewesen. Die haben wohl noch Waffen drin vermutet. Ach, echt? Geld, Drogen, keine Ahnung. Also wir haben es nicht gemacht. Der war schon so aufgebrochen, als wir es gefunden haben. Das ist ein bisschen mysteriös alles hier. Auf jeden Fall, ja. Viele Ganoven-Geschichten, die sich hier abgespielt haben sollen. So sollten die Kupfertüren im Schiff Schüsse abhalten. Nicht abhalten lässt sich Ann-Kathrin von der Suche nach dem Schlafzimmer. Wo ist es denn? Ah nee, das ist aber nicht das Schlafzimmer, ne? Nicht ganz, es ist das Herzstück des Schiffes. Das ist der Motorraum. Ja. Plus Generator und Wasserdrucksystem. Und damit könnte man auch tatsächlich losfahren. Absolut. Jetzt will ich aber das Schlafzimmer mal finden, da lang, ne? Ist ja wirklich wie im Krimi. Was Ann-Kathrin wohl hinter dieser Tür erwartet? In Otto möchte das Schlafzimmer des Hausboots sehen, denn das ist das eigentliche Prunkstück. In diesem Raum hat der frühere Kölner Zuhälter Schäfers Nas besonders investiert. Natürlich. So, und das ist jetzt hier das Schlafzimmer. Ja, ich bin angekommen. Ich hab's gefunden. Ja. Wie sieht das denn aus? Das hat ja was von einer Kirche irgendwie. Ja. Mit diesen Holzvertäfelungen. Ja, die sind abfotografiert worden im Bamberger Schloss. Da hat der Schäfers Nas damals extra jemanden hingeschickt. Ach. Der sollte Fotos machen. Ja. Und dann hat er extra einen Schnitzer bestellt und hat das so anfertigen lassen. Die sind alle handgeschnitzt. Nee. Doch.
Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Ein Fake-Kamin, eine goldene Uhr, alles voller Prunk und Protz. Aber Geschmack kann man eben nicht kaufen. Das ist ja schon skurril kitschig alles, ne? Ja. Auf eine Art. Ja. Mich erinnert er wirklich auch hier mit diesem Wiener Geflecht an Beichtstuhl. Ja. Sehr besonders. Ann-Kathrin fragt sich, ob man hier eigentlich ruhig schlafen kann. Hattest du nicht auch manchmal das Gefühl, was Neues machen zu wollen, weil irgendwie jetzt in dem gleichen Schlafzimmer zu wohnen oder zu schlafen wie er, oder? Nee, hast du nicht? Okay. Nee, ich schlafe wunderbar in dem Bett, also tolles Bett. Okay. Ich schlafe so super da drin. Ja. Nee, hatte ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee. Ja, ich sag mal, am Anfang, als ich das erste Mal hier reinkam, habe ich gedacht, boah, das streiche ich alles. Aber hinterher sagte mein Lebensgefährte dann, ah, nee, sagt er, das ist ja so, das ist das Erbe. Und da habe ich ihm gesagt, ja, hast du eigentlich recht. Dass es zu Lebzeiten von Schäfers Nas fast genauso aussah wie heute, zeigt Birgit auf alten Fotos. Samtüberzüge und klischeehafte Löwenbettwäsche wurden aber mittlerweile ausgetauscht, glücklicherweise. Oh, was für eine Höhle. Wahnsinn. Ein Raum voller fragwürdiger und wahrscheinlich auch erschütternder Geschichten. Zeit, sich wieder an Deck zu begeben, vorbei an der Kommandobrücke, von wo aus das Schiff bei schlechtem Wetter gesteuert werden kann. Guck mal, da sitzt der Captain. Der Kapitän. Der Kapitän. Die Kapitänin. Ja. Trotz der bewegten Vergangenheit des Hausboots haben sich Birgit und Sascha hier nach einem Jahr sichtlich eingelebt. Ich gehe jetzt mal dahin. Ich will mal einmal so ein Gefühl haben. Mach das. Boah, die alten Sitze hier, geil. Die sind ja toll. Tolle Eindrücke bis hierhin. Ich habe so das Gefühl, ihr seid echt angekommen, ne, auf diesem Schiff. Ne? Ja. Absolut. Also ihr seid ganz innig so da drauf, mit allem, was dazu gehört. Wir fühlen uns auch super wohl. Ja. Super wohl, wirklich. Also, ne? Genießen wir wirklich jeden Tag. Jeden Tag. Bisher geht das nur im Duisburger Hafen, da beide noch keinen Bootsführerschein besitzen. Das soll sich aber bald ändern und die Ziele sind auch schon klar. Wenn sich das in Bewegung setzt, würde ich gerne zu meinem Vater fahren, nach Mecklenburg. Ah, okay. Und vielleicht mal in der Südsee überwintern. In der Südsee überwintern? Ja. Das kann man mit dem Schiff, das ist ein halbes Jahr, haben wir Sprit und Wasser. Wir können einfach einen Anker werfen und das wäre ein Traum. Einer, den sich Birgit und Sascha hoffentlich schon bald erfüllen können. Was für ein besonderes Paar. Und natürlich, klar, was für ein besonderes Schiff, so verrückt es sich zeigt. Das ist schon eine Entscheidung, ein Leben auf dem Hausboot, finde ich. Und dann vor allen Dingen mit dieser ganzen prominenten Vorgeschichte. Chapeau. Also wenn das meins wäre und ich Kapitän, wo würde ich dann hinfahren? Erstmal nach Köln am Ring.